Sussul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims hier in unserer WG. Wo wir heute leider nicht bei Cleo weitermachen können mit dem Job, denn sie hat ja heute und morgen frei. Doof. Naja gut, können wir nichts dran ändern. Müssen wir uns fügen. So, wie viel Uhr haben wir denn? Ja, wir können bei ihr heute erstmal ihre Bedürfnisse aufbessern. Wir könnten natürlich heute auch mal mit Cleo nach Willow Creek reisen. Oder nach Oasis Springs und mal schauen, ob wir dort Jasmine Holiday irgendwo finden für die Sims-Früchte. Macht sie. wir lassen ihn jetzt als erstes aufstehen. Ich würde sagen, Sergio schmeißen wir als erstes raus. Der kann aber ruhig noch ein bisschen pennen. Cleo ist tatsächlich die Einzige, die schon fertig ausgeruht ist. Aber die hat heute frei. Die wollte ich eigentlich als letztes rausschicken. Naja gut, okay. Frühstück. Wir haben noch Grillkäse. Grillkäse ist eigentlich nicht zum Frühstücken, aber gut, was haben wir denn da noch drin? Ach, das Ei, stimmt. Da war ja was. Haha, macht sie. Müssen auch schauen, dass sich heute wieder irgendjemand um den Garten kümmert. Das kann vielleicht auch mal Cleo machen. Cleo hat ja auch immerhin Gartenfähigkeit 3, glaube ich, oder? Garten, aber ja, 3, ganz knapp sogar. Was ist mit ihr? Sie würde gerne mit Paula spielen. Ja, kannst du auch noch machen. So, Sergio hat genug geduscht. Für meinen Geschmack. So. Und dann hock du dich doch mal ein bisschen dabei. Und wir können quatschen. Danach schicken wir Emi in die Dusche. So, genau. Cleo ist fertig. Das heißt, wir hauen jetzt Emi aus dem Bett. Die müssten nämlich heute auch noch wieder was schreiben, oder? Ja, genau. Die hat nämlich noch kein Buch geschrieben. Sie müsste... Ach, Logikfähigkeit? Sie muss ihre Logikfähigkeit aufbauen? Okay, dann sollten wir das vielleicht zuerst machen. Ihre Leistung ist nämlich gerade gar nicht so gut. Das wollen wir eigentlich ungern. Duschen muss jetzt gerade nicht. Zieh dir mal was an und dann isst was und dann spielen wir eine Runde Schach. So. Und Hendrik? Hendrik können wir eigentlich auch gleich rausschmeißen. Auch erstmal so die Standardgriffe am Morgen. Ja. Aha, jetzt ist es weg. Öffnen. Was? Ach, Käse, da ist nichts mehr drin. Das ist ja doof. Das heißt, Hendrik muss sich was Eigenes machen. Dann Frühstück halt Eier und Toast. Und danach, was müsst ihr jetzt als nächstes machen? Gar nichts, der ist fertig für heute. Hier, Cleo, du könntest doch eigentlich mal... Der Pflanze geht es gerade gar nicht so gut. Wollen wir einen Gartenservice mal engagieren? Komm, werte die hier mal alle auf. Und dann holen wir uns mal einen Gartenservice. Und wenn wir nochmal, wenn wir das nächste Mal Brombeeren ernten, dann werden wir... Ja, ich glaube nämlich, dass wir tatsächlich den Verdienst, den haben wir relativ easy. Das ist nicht unbedingt die Sache. Da machen wir, glaube ich, mehr Gewinn, wenn wir es wieder verkaufen. Und generell mit unserem Job als ohne Gartenservice. Aber dann können wir einfach größere Mengen hier reinpacken. Und Sergio kommt schneller zu seinem Ziel, wenn sie sich hier nicht alle mit einzeln um die Blumen kümmern müssen. Sondern wenn das der Gärtner übernimmt. So, Cleo sollte vielleicht... Ach, nö. Kaputt. Nein. Wahrscheinlich ist ein Ersetzen sogar günstiger in dem Fall. So, du könntest ja auch mal noch irgendwas zu frühstücken machen. Rührei. Sergio. Er will Spaß. Ja, wenn er trainieren will, dann kann er das ruhig machen. So, ich beschleunige mal wieder ein bisschen. Sagt mir, wenn euch das stört, aber ich dachte mir, es ist vielleicht. Oh, sie sollte vielleicht auch noch was essen. Ich dachte. Was? Was ist denn jetzt? Badeanzug versagen? Weil Anzug verloren hat? Augen zu halten, irgendwo da unten muss man. Was? Hat er doch gar nicht. Was hat denn der jetzt für ein Problem? Oh Mann.
Hendrik muss gleich bei der Arbeit sein. Er braucht dringend noch Spaß. Zock doch was. So. Gut. Das hier, ja. Das da packen wir in den Mülleimer. Und sobald Emi hier fertig ist. Du gehst jetzt nicht ernsthaft mit dem Essen. Oh. Ja, gut. So, Level 3 hat sie. Der Logikfähigkeit. Dann frühstück doch mal was ganz Exklusives, nämlich ein Joghurt-Parfait mit Früchten. Na, stopp, so rum wollte ich das machen. So. Ich bin mal gespannt, wie viel wir dem Gärtner gleich zahlen müssen. So. Wo ist Herrn Sergio? Wo ist denn der hin? Ach, der zockt da hinten. So, jetzt geht's doch gleich dem Gänseblümchen wieder gut. So. Tantiem haben wir auch gerade wieder bekommen. Ach so, ja, hier, warte mal. Ein Techtelmechtel, das wäre doch was Oh shit, er muss zur Arbeit, ganz dringend. Oh, der hat ja total verpennt. 105, ja, ihr seht, das macht... Das bringt viel mehr im Endeffekt. Wenn wir den Gärtner rufen. Okay, wenn wir mehr Pflanzen haben, muss er sich auch mehr kümmern. Aber alleine mit den Brombeeren haben wir da schon wieder draußen. Mit denen, die wir jetzt haben. Ein Genrebuch schreiben. Wie wär's mal mit Poesie? Vielleicht kommt das ja gut an. Lyrisium, okay. Und wann muss Sergio auf die Arbeit? Um 13 Uhr, genauso wie Emi, ne? Ja. Und Cleo, wie geht's Cleo? Cleo, geht's gut soweit? Nee, Cleo, zieh dich mal wieder an. So, Outfit ändern, Altersleitung 2. Gut, sie könnte auch mal noch ein klassisches Gemälde beginnen. Das kann dann auch wieder unser Sergio verkaufen. Und wenn unsere anderen unterwegs sind und auf der Arbeit sind, da will ich nur gerne ein Auge drauf halten, dass sie auch wirklich auf die Arbeit verschwinden. Dann machen wir uns mit Cleo auf den Weg nach Willow... Nicht Willow Creek. Doch, Willow Creek. Und dann suchen wir mal nach Jasmine Holiday. So. Ach, sie hat ein Buch fertig geschrieben gerade. Naja, was soll's. Okay, einmal bitte die Kuh füttern. Gut. Und jetzt machen wir uns auf den Weg. Wollen wir doch mal gucken. Mit der ganzen Mädels-WG wollte ich nicht reisen, aber die sind jetzt alle auf der Arbeit. Von daher sollte das gehen. So ist doch irgendwo ein Gemeinschaftsgarten, oder nicht? Wo denn? Hier war doch irgendwo ein Gemeinschaftsgarten, oder nicht? War der nicht hier irgendwo? War nicht hier hinten irgendwo einer? Lassen Sie mal hier hinreisen, die gute Cleo. Alleine. Da wohnt zwar jemand, den sie nicht kennt, aber egal. Das Grundstück ist nur Mittel zum Zweck. Ich meine, da gäbe es so einen Garten. Und vielleicht treffen wir da die gute Jasmine Holiday. Aber der Gemeinschaftsgarten war in dem Fall dann kein Grundstück, sondern einfach so ein, ne, so Szenerie quasi. Ja, hier hinten, das meinte ich, genau. Wobei ich dann auch keine Jasmine Holiday sehe. Aber hier, guck mal, sie kann sich doch hier auch mal eben fröhlich vorstellen. Bei den beiden. Fimpy. So. Swag. Swag. So. Die beiden hatte ich mal erstellt, vielleicht erinnert ihr euch noch. Ach, gucke mal, hier ist unsere Susan. Als ich mal neue Gegenstände vorgestellt habe. So, wen haben wir denn hier? Ich weiß gar nicht, wie die Jasmine Holiday aussieht.
Jasmine Holiday, da ist sie ja. Herausforderungsleiterin. Nach Simfrucht für Einsteiger fragen. Um Dünger bitten könnten wir auch mal. So. Ja. Alles klar. Hier ist dein kostenloses Basispaket Simfrucht für Einsteiger. Viel Spaß beim Pflanzen deines eigenen Simfruchtbaums. Denke daran, jeder Sim erhält nur ein einziges Paket, okay? Ihr Blick ist sehr interessant. Uh-huh. Also sieht ganz nett aus. Ich habe nur eine begrenzte Zahl dieser besonderen Düngerpakete. Damit wachsen deine Pflanzen schneller. Das klingt doch gut. Nach Eiersuche fragen. Und danach, eine ganze Menge dekorative Eier versteckt. Suche Stellen her, das wissen wir. Das wissen wir. Genau. Wenn du mir 20 Stück bringst, erhältst du eine besondere Belohnung. Ja, okay. Ich würde sagen, wir ernten hier erstmal. So. Was nu? Haben wir irgendwas Besonderes gefunden? Ein Ei oder so? Nee, ne? Jetzt haben wir ein Ei gefunden. Ach, guck, die hat sogar ein Ei hinten drauf. Oder so ein Simfruchtsamen. Wir haben schon wieder ein Ei gefunden. Also drei Eier haben wir jetzt schon mal. Wollen wir jetzt ja auch noch gucken, ob wir hier noch Frösche, ob wir bei den Fröschen noch was finden? Was haben wir denn hier? Haben wir Spritzen dabei? Ach nee, das sind Mikroskopproben. Okay. Ja, gut. Haben wir nichts gefunden? Naja, aber wir haben jetzt auf jeden Fall unsere Simfrucht. Von daher können wir uns eigentlich auf den Nachhauseweg machen. Komm, lauf mal nach Hause, Gute. Und dann pflanzen wir gleich die Simfrucht mal irgendwo ein. Da kann sich dann morgen direkt unser Gärtner dran mit vergnügen. Mit dem neuen Bäumchen. Dass wir auch schnell eine tolle Simfrucht bekommen. Weil die Belohnung für 20 Simfrüchte, die würde ich der Jasmine ganz gerne noch aus dem Kreuz leiern, muss ich doch ehrlich gestehen. Das kriegen wir auch irgendwie hin. Da bin ich jetzt einfach mal ganz zuversichtlich, dass wir das schaffen. Gut. Wo stellen wir das Ding denn jetzt noch hin? vielleicht hier hinten zu den anderen Bäumen, oder? Simfrucht. Ja, was kann sie damit jetzt machen? Muss sie das irgendwie öffnen? Aha. Die Simfrucht sieht so ein bisschen aus wie eine Birne. Pflanzen, nicht essen. So, jetzt haben wir da unseren Simfruchtbaum. Der wird noch bewässert und der wird gedüngt. Mit dem Superdünger von der Jasmine. Dann wollen wir noch mal gucken, wie schnell der ranwächst. Ist vielleicht gar keine so blöde Idee, dass wir es halt jetzt auf diesen Baum da benutzt haben. Gut. Wie sieht's denn aus? Wer kommt denn jetzt eigentlich heute? Sergio kommt gleich von der Arbeit zurück, ne? Nee, Hendrik. Hendrik um 17 Uhr. Eigentlich um 17 Uhr. Das könnte eine Beförderung bedeuten. Ja! Er ist jetzt Projektmanager. Also momentan können wir uns echt nicht darüber beschweren. Kommt jetzt eigentlich der Gartenservice durchgehend? Dum, 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 da, da, dum. Komm, say bow. Komm, say bow. Du mich auch. Sozial. Könnt ihr nicht mal noch ein bisschen in den Foren provozieren? Das macht euch doch immer Spaß, euch Sims. Gaming-Livestream. Könnten wir auch machen. Aber dann macht er den nicht, oder? Er guckt den dann. Oder sehe ich das jetzt falsch? Warte mal. Web? Schau doch mal.
Ich glaube aber, er spielt ja nicht. Ich glaube, er guckt dann nur zu. Oder? I don't know. Wenn er Geld bekommt, dann wissen wir es. Das macht ihm keinen Spaß. Nee, das ist Livestream. Er scheint jetzt einen zu gucken. So, oh, oh. Was? Cleo schläft schon? Abendessen servieren. Wie wäre es, wenn du mal Macaroni mit Käse servierst? Und gleich kommen hier unsere beiden ausgepowerten... Um 21 Uhr kommen Emir und Sergio wieder, nicht wahr? Nicht wahr, sage ich schon hier. Nicht wahr, dich nicht? Ja, Emi ist zu Hause. Sie hat ganz gut was mitbekommen. Ihre Jobleistung ist gestiegen. Ja, essen muss sie eigentlich nicht. Das heißt, ich glaube, Emi würde ich tatsächlich sofort ins Bett hauen, weil die ist ziemlich müde. Und muss auch morgen... Nee, morgen muss sie gar nicht arbeiten. Morgen hat sie frei. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Warum kommt denn Sergio nicht wieder? Ach, der... Ah! Er muss länger. Der muss länger arbeiten. Der dürfte jetzt aber auch gleich wiederkommen. Und dann sieht es auch relativ gut aus in Richtung Beförderung. Morgen dann vielleicht. Boah, 57.000. Nee, sorry. Das ist immer so, ich will das eigentlich gar nicht absagen. Ich würde da gerne mit euch nochmal hingehen, aber... das ist halt echt so blöd von den Uhrzeiten hier. Hier schläft schon. So. Da, oh ja, 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 ja. 40.000 noch knapp. Das ist ja nicht mehr viel. Schnelle Mahlzeit essen. Trink dir noch ein Glas Milch. Den Teller verkaufen wir mit dir. So, Hendrik, ja, der ist eigentlich schon wieder. Komm, wir werfen Emi mal aus dem Bett. Wie gemein. Emi, aufstehen. Umarmen, das ist ja wohl sowas von, ups. Sowas von gestern. So. Super, weil damit können wir nämlich sein soziales Bedürfnis nach Nähe und Liebe und intensiver Liebe können wir nämlich ganz easy befriedigen. So, gut, ihr Lieben, das war's dann aber schon wieder für heute. Wie gesagt, ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr, dass ich hier auch mal das Ganze beschleunige. Emi, du sollst eigentlich auch schlafen. Aber dann haben wir einfach mehr Spielfortschritt, weil wir brauchen ein bisschen Geld. Cleo begleiten zum Job können wir aktuell nicht. Und das ist vielleicht eine Möglichkeit, dass ich es mehr Leuten von euch Zuschauern auf einmal recht machen kann. Ich hoffe es zumindest. Ja, das war es dann auch schon wieder für heute. Es war eine sehr, sehr lange Folge, 18,5 Minuten. Wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Osterfest, auch wenn es dann, wenn wir uns morgen ja noch wieder hören. Morgen bauen wir übrigens nochmal. Ja, und dann gucken wir mal. Also ihr Lieben, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.